Oh, die freundliche Musik hat sich hier geändert. Hey, Twink, die Wachen haben uns schon wieder aus den Augen gelassen. Lass uns von hier verschwinden. Vielleicht finden wir etwas, so wie wir Mario unterstützen können. Glaubst du, dass es noch sicher ist, den Geheimring zu benutzen? Glaubst du nicht auch, dass Bowser schon dahinter gekommen ist? Ah, das geht schon in Ordnung. Bowser hat nichts in der Birne. Er sieht zwar furchteinflößend aus, aber er hat einen Hohlschädel. Alles, lass uns verschwinden. Tja, Peach, da sprichst du die Facts und willkommen zurück zu Paper Mario. Siehst du vor, wir haben den General Guy besiegt, unseren vierten Stern gerettet. Und nun? Was hat Prinzessin Peach nun vor, um uns hier zu helfen? Oder zumindest dem guten alten Mario aus dem Abenteuer zu helfen? Ich kann mir schon vorstellen, wie das alles in welche Richtung das alles hier weitergehen wird, aber wir schauen erstmal. So, ich kann mich noch daran erinnern, dass hier noch Items waren, die ich sammeln wollte. Natürlich sind hier noch die Wachen. Muss ich aufpassen, dass ich nicht gesehen werde. Das hat super funktioniert. Perfekt. Auf den dreckigen Boden. Du Miststück. Nein, Spaß. Aber so wurden wir gerade behandelt. Unfassbar. So geht man nicht mit einer Lady um, Jungs. So ein Benehmen, ey. Wo haben die das nur gelernt? Achso, ja, okay, bei Bowser. Na gut. Macht Sinn. Weiß auch einfach, wo wir überhaupt lang müssen. Wollte jetzt nur mal lang, weil ich schauen wollte, wie es mit den Items aussieht. Schnell durch, schnell durch! Okay. Alles klar, hau ab. Jetzt, schnell durch. Da über uns waren die Items. Ach komm, ich kann ihn noch nicht sehen von... Okay, lassen wir das erstmal. Vielleicht müssen wir woanders lang. Es gibt ja mehr als so diesen einen Raum hier. Raus können wir noch nicht, haben immer noch keinen Schlüssel. Hier war, glaube ich, der Raum mit der Wunderkiste, oder? Wer bist du? Was macht der Gomega hier? Ich bin Prinzessin Peach. Und wer magst du sein? Du bist Prinzessin Peach. Aus irgendeinem Grund nennen mich alle Gomega. Ich sollte besser König Bowser informieren. Er ist dir nicht erlaubt. Es ist dir nicht erlaubt, dein Zimmer zu verlassen. Aber ich bin wirklich hungrig. Wenn du mir etwas Leckeres zu essen besorgst, dann werde ich mich nicht verraten. Nun, Prinzessin Peach, was sagst du? Wirst du für mich etwas kochen? Ich würde gerne etwas für dich kochen, Herr Gummigei. Aber ich habe weder Zutaten noch Geschirr. Ach, das ist kein Problem. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Küche. Du kannst dort kochen. Müsst das nicht Peach wissen? Das ist ihr Schloss? Ja, das wirst du brauchen. Dieser Schlüssel öffnet die Tür, die nach unten führt. Jetzt kannst du in die Küche gehen. Wow, wie nett von ihm. Den Schlossschlüssel. Ich bleibe hier sitzen und warte auf mein leckeres Essen. Oh ja, ich vergaß. Da draußen laufen jede Menge Wachen herum, also sei vorsichtig. Okay, wir haben eine Quest. Warum auch immer. Bevor ich die jetzt aber mache. Hier war der Raum, genau, mit der Chess, aber mehr ist hier nicht. Wie gesagt, links ist halt noch dieser eine Raum mit den Wachen, aber ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich da hochkommen soll. Deshalb lasse ich es erstmal. So, hier kommen wir jetzt lang. Mit dem Schlüssel. Halt ihn, mein Gott. Oh Gott, die haben es gehört. Schnell weg. Das war nur der Wind. Okay, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Treppe runter. Sind wir safe hier? Nein. Nein, wir sind hier auf keinen Fall safe. Wir können auch nicht fliehen. Hier war der Ausgang. Okay, links ist eine Tür und ich glaube, rechts sind auch nochmal zwei Türen, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir mal nach. Hallo. Das ist so Gomega wieder hier, das wäre lustig. Was geht hier ab? Okay. Gar nichts, wie es scheint. Netter Raum. Sehr schön. Schön dekoriert. Natürlich. Kleiner Ruheraum, schätze ich. Under Construction. Im nächsten Update ist da dann was. Okay, verstanden. Dann gehe ich wieder.
Darf ich hier lang, ohne gesehen zu werden? Ohne gesehen zu werden? Okay, kann ich. Ich geh jetzt mal da lang. Das ist mehr Risiko. Ist bestimmt was Besonderes drin. Ja, die Küche. So, das ist die Küche. Nun, was sollen wir als erstes tun? Prinzessin Peach, das hier scheint ein gutes Kochbuch zu sein. Lass uns was daraus kochen. Okay, wie random. Wie sieht's aus, Twink? Irgendwas besonders Leckeres? Eine Sekunde. Oh, wie wär's damit? Spezial Erdbeerkuchen. Klingt gut. Den versuchen wir. Okay, Twink, lies mir das Rezept vor. Gut. Okay, pass gut auf. Zuerst. Vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Fang an, Prinzessin. Zeig mir, wann du fertig bist und wir gehen zum nächsten Teil. Also, kann man es nochmal wiederholen? Kannst du es nochmal wiederholen? Fertig? Ja. Du hast doch gar nichts gemacht. Oh. Okay. Eier. Du hast die Eier. Okay, danke, Spiel. Eier, hier. Bin fertig. Machen jetzt die schlechtesten Kuchen ever. Ja! Okay, kommen wir nun zum nächsten Schritt. Nun. Vermische und schlage die Zutaten in der Schüssel. Okay. Bist du bereit? Wenn du start. Achso, wenn ich start sage, musst du für 10 Sekunden so schnell wie möglich drücken, um den Teig zu schlagen. Okay, start. Da kam. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. So anstrengend. So viel Mario Party gespielt. Meine Knöpfe können nicht mehr. Es ging nicht. Das war's. Gut gemacht. Hat es funktioniert? Ja. Okay, machen wir also weiter. Nun. Gib Mehl und Butter in die Schüssel. Fang ruhig an, Prinzessin. Mehl und Butter oder Butter und Mehl? Die Erdbeeren. Die Erdbeeren kommen da rein. Als erstes die Erdbeeren. Das muss ja noch was schmecken, du. Bin fertig. Ja. Okay, nachdem alle Zutaten vermischt sind, schütte den Teig in die Form. Okay. Da. Jetzt noch rein. Lecker, lecker. Und ja, es hat einen Sinn, was ich hier mache. Obwohl ich das Spiel nicht kenne, das kenne ich. Und weiter geht's. Nun. Backe den Teig für 30 Sekunden im Ofen. Okay, geh rüber zum Ofen. 10 Sekunden, okay. Ich mache übrigens gerade gar nichts, sie bewegt sich ganz von alleine. Außer weil ich halt die Zutaten holen muss. Drück A, um den Kuchen in den Ofen zu stellen. Nochmals A, wenn du glaubst, dass 30 Sekunden um sind. Dieser Teil kann nicht wiederholt werden, also gib 8. Okay, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertig! Fertig? Bestimmt. Okay, dann los. Okay, toller Kuchen hier. Guckt ihn euch an. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wir müssen ihn noch mit Sahne und Erdbeeren dekorieren. Sag mir, wann du mit der Deko fertig bist. Noch mehr Eier? Okay, wenn du meinst, dass wir noch mehr Eier drauf tun müssen. Meinetwegen. Warte, geht das wirklich? Geht das wirklich? Noch so ein Ei? Schade, aber es wäre lustig gewesen. Jo, bin fertig. Jo. Ja, wir haben es geschafft. Wir sehen großartig aus. Aber riecht bestialisch. Okay, bring mich zu Gemegai. Bist du dir sicher? Oh, ich bin jetzt langsamer damit. Oh Gott, was habe ich hier getan? Oh, wir werden aber zumindest teleportiert. Okay. Okay, kurz mal nichts gehabt. Da bist du ja. Oh, ich musste so lange warten. Ich bin schon ganz abgemagert. Guck mich an, ey. Ich habe 40 Kilo abgenommen. Dann wird Zeit, die 40 Kilo wieder zuzufügen. Oh, danke. Oh, ich brauchte das jetzt. Nein! Bäh, eklig. Das ist scheußlich. Wo hast du kochen gelernt? Auf der Schule für LKW-Fahrer? Geh zurück in die Küche und koch gefälligst ein Rezept, du Weib! Welche Zutaten hast du diese Monstrosität hineingeschlanzt? Was immer es war, es war definitiv falsch. Bestimmt den Abfall von letzter Woche. Okay, entspann dich, okay?
mache erst seit letzter Woche den Kochkurs. Okay, Pete, diesmal werden wir einen richtigen Kuchen machen. Und dann was machen. Das war der beste Kuchen, während den Gummiga jemals gegessen hat. Okay, Sphinx, nochmal von vorne. Ich wollte eigentlich noch umschauen im Raum rechts, aber dann halt nicht. Okay, vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Also Zucker und Eier. Das heißt erstmal die hier. Wir haben Eier. Ei. Rein. Salz, Zucker, Mehl, Zucker. Was haben wir eigentlich noch so hier? So, was soll denn sein? Milch, Erdbeer, Sahne, Butter, Reiniger. Und was haben wir hier? Water. Okay, also nur Zucker und Ei, ne? So. Ist drin, Kollege. Ich hoffe, ich mache jetzt richtig, sonst verschwende ich hier unnötige Zeit. Vermische und schlage die Zutaten in einer Schüssel. Ja, okay, A-Spam war das doch, ne? Jetzt zeige ich euch das mal, wie ich abgehe, wenn wir Mario Party spielen, Freunde. Okay. Ja. Zittertaktik! Ah, der Krampf! Der Krampf! Oh, ich kann nicht. Ah, danke. Puh. Ah, gut gemacht. Okay, schauen wir noch mal. Gib Mehl und Butter. Okay, Mehl und Butter. Salz, Zucker, Mehl. Mehl hinein. Wir lernen ja auch fürs Real Life, Freunde. Was hat er gesagt? Butter, ne? Dieses Glas hier. Also das würde ich jetzt nicht da reinschütten, aber okay. Ich vertraue ihm mal. Und vor allem auch Peach. Gummiga muss ja am Ende essen, nicht wir. Okay. Schüttel den Topf. Nicht nochmal, oder? Achso, das macht sie automatisch jetzt. Okay, das macht sie automatisch. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe alles richtig. Würde mich wundern, wenn irgendwas falsch jetzt wäre. Okay, was ist jetzt mit 30 Sekunden? Genau, 30 Sekunden. Das Geile ist, ich habe halt einen Timer jetzt. Ich kann mir komplett cheaten, weil ich sehe ja, wie lange ich aufnehme und deshalb kann ich komplett cheaten. Ich sag's mal so. Ich werde cheaten. Tut mir leid. So, okay, okay. 7, 8, 9, 0. Ach, ab jetzt. Okay, ab jetzt. Alles klar. Ja, Freunde, ich hoffe, euch gefällt bisher das Display. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich versuche mich manchmal ein bisschen zu beeilen hier, damit ich es noch schaffe bis zum Release von Thousand Year Door auf der Switch. Bin da sehr gespannt drauf, weil viele sagen, das Spiel soll extrem gut sein. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich überhaupt dieses Let's Play gestartet habe. Aber ja, bin sehr gespannt. Bisher macht das Spiel Spaß. Vor allem jetzt die letzten paar Chapter waren nice. Und wir sind fertig. Müssten plus minus exakt 30 Sekunden gewesen sein. Bin ziemlich sicher. Genau, dann jetzt abkühlen. Dieser Abdruck da. Sehe ich erst jetzt. Das sieht schon besser aus. Wir müssen die Erdbeere. Mit Erdbeeren. Warte, kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Bitte sag es nochmal. Nein! Oh, danke. Okay, sorry, Kollege. Nein. Ich cheat kurz. Haha, kurz Aufnahme reingeschaut. Wir müssen ihn mit Sahne und Erdbeeren dekorieren. Okay, ich mach's einfach mal in der Reihenfolge. Vielleicht hat das irgendeinen Unterschied, wahrscheinlich nicht, aber egal. So, Sahne und ganz wichtig, die Erdbeeren. Das ist doch schon leckerer Minecraft-Kuchen, den würde ich essen jetzt. Neben der Butter, die da drin ist. Ja, großartig. Wir haben es geschafft. Wir nehmen ihn mit. Und ab zu Gummiga. Kann man jetzt noch sagen? Ich weiß nicht. Doch nicht so gut. Nein, komm. Das ist der beste Kuchen, den ich je gemacht habe. So, Gummiga. Dein Gaumen wird Explosion bekommen. Geschmacksexplosion. Oh, danke. Das sieht schon viel besser aus. Und der riecht auch gut. Oh, köstlich! Das ist viel zu köstlich! Das hatten wir doch schon mal. Puh, das war wirklich gut. So etwas Gutes habe ich seit nun noch nie gegessen. Okay, armer Mario. Um dir meine Dankbarkeit zu beweisen, verrate ich dir ein Geheimnis. Einer der Sterne ist im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava-Island. Diese Insel liegt weit im Süden.
Du solltest Mario das wissen lassen. Aber sag ihm auch, dass der Stern von einer fiesen Lava-Piranha bewacht wird. Er soll gut aufpassen. Ich habe nichts gegen Mario, deshalb sage ich dir das. Der hat mir nämlich auch einen Kuchen gebacken. Wusstest du das? Voll krass, oder? Naja, ich bin weg. Manetti ist raus. Twink, hast du es gehört? Der Lava-Lava-Berg! Lava-Lava-Island! Der Stern ist im Inneren des Vulkans! Mario könnte diese Information wirklich gut gebrauchen. Ja, das könnte er. Twink, es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss, aber willst du Mario informieren? Natürlich werde ich das tun. Ich bin schon unterwegs. Ich werde bald zurück sein, Prinzessin Peach. Ich dachte gerade, fliegt so durchs Glas raus. Was soll der Lärmfaster? Das Geschrei! Ruhe darin! Ich guck mir das mal an. Aha! Ihr wart das also, Prinzessin. Ihr solltet leiser sein. Ihr seid eine Gefangene und als solche müsst ihr... Was habt ihr hier überhaupt zu suchen? Wachen! Schnappt die Prinzessin! Oh, man. Nein! Wie sie immer wie eine Puppe behandelt wird. Unfassbar. Aber hey, Mario hat den vierten Stern gerettet. Puh, frische Luft. Nachdem ich so lange unter Verschluss gehalten wurde, könnte ich wirklich ein paar Runden Jogging gebrauchen. Mein Name ist Muscula. Mario, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Pass gut auf. Oh, was kann er jetzt? Marios Sternkraft hört sich auf 4 und Mario hat die Sternkraft Ruhigsteller. Ruhigsteller schwächt die Angriffskräfte aller Gegner. Ist so in Ordnung. Rufe mich, wann immer du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde herbeeilen, um dir im Kampf beizustehen. Und jetzt greif zurück in meinen guten alten Sternhafen. Mario! Dass du immer weißt, was ich bin. Mario, Mario! Ich hab Neuigkeiten! Oh, immer geht's um Mario. Neuigkeiten aus dem Palast! Ehrwürdiger Stern! Hi. Ich glaube, du bist Twink, oder? Du bist doch der Kleine, der vor kurzem aus dem Sternteil in den Sternenhafen aufgestiegen ist. Was? Ihr erinnert euch an meinen Namen? Aber natürlich, wir sind wie eine Familie. Ich bin zutiefst bewegt. Hohoho, mach nicht so einen Wind rum, Junge. Ich bin mir sicher, du wirst noch große Taten vollbringen. Ich muss nun gehen. Auf Wiedersehen, Twink, Mario. Ciao. Was gibt's? Wow, ich habe mit Muscula, dem ehrwürdigen Stern, gesprochen. Nicht mal im Sternhafen habe ich dazu oft Gelegenheit. Ich zittere vor Ehrfurcht. Ups, es tut mir leid. Ich bringe wichtige Neuigkeiten aus dem Palast. Laut der Information, die Prinzessin Peach und ich erlangt haben, scheint es, als würde einer der Sterne im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava-Island gefangen gehalten. Du würdest nicht glauben, was die Prinzessin durchgemacht hat, um diese Information zu erhalten. Sie hat einen Kuchen gebacken. Oh mein Gott. Aber ich finde das immer lustig, diese Namen von den Orten. Nimmer, nimmer, Lava, Lava. Wenn man das mal mit dem Englischen vergleicht, sowas wie Nimmer, Nimmerwald, heißt im Englischen einfach Eternal Hell. Also so unendliche Hölle. Und im Deutschen dann der Nimmer, Nimmerwald. Das finde ich voll krass irgendwie. Ich weiß auch nicht, der Unterschied einfach. Ich hoffe, es wird dir helfen. Ich muss jetzt zur Prinzessin zurück. Mario, wie immer, viel Glück. Prinzessin und ich werden auch weiterhin Augen und Ohren für dich aufhalten. Ja, das klingt doch ziemlich gut. Ach, und die Musik. Die Shy Guys sind endlich verschwunden, wie es scheint. Wir können aber trotzdem noch in die Shy Guy Kiste gehen. Falls man das aus anderen Grund möchte. Man kann es machen. Ja. Nee, das wollte ich nicht. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich wollte auf die Map schauen, wo es weitergeht. Genau. Und hier haben wir die Sterne. Ah, man kann sogar die Beschreibung lesen, habe ich gleich gemerkt. Der älteste der noblen Sterne im Sternhafen. Voller Frohsinn und Warmherzigkeit kümmert sie sich stets um alle anderen. Wie die meisten Gelehrten ist er ständig am Studieren. Und dieser junge Stern ist ein wahres Energiebündel. Ja. Alles klar. Und wie sieht es aus in der Karte?
Also hier ist ein Vulkan. Aber das macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn hier der Lava-Lava-See wäre. Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo Lava ist? Oder wo Lava sein könnte? Schaut euch das mal an, wo wir schon überall waren. Hier ist der Vorposten. Hier ist der Wald. Hier ist Turbablubbers Schloss. Hier oben ist ein Eisschloss. Und halt unten links die Insel. Na gut, der einzige Hinweispunkt, den ich jetzt gerade habe, ist, hier ist ein Vulkan, also das könnte der nächste Ort sein wegen Lava. Ansonsten, hier oben ist auch noch irgendwas. Ja, der Sternhafen, da waren wir eigentlich schon. Und Bowser's Schloss, beziehungsweise Peach und Bowser's Schloss zusammen. Okay, ich würde mal vorschlagen, ich gehe erstmal zum Hafen, bevor ich mich jetzt schlau mache, wie es weitergeht. Weil vielleicht sagt der Hafen auf einmal, hey, Tüdelü, was geht ab? Hier geht's weiter. Jetzt müssen wir mal ausprobieren. Kollege, kann man dir helfen? Nee, die kann man immer noch nicht helfen. Die ist auch so ruhig. So gruselig. Warte, gab es irgendwo nicht einen dunklen Ort? Gab es einen dunklen Ort? Sonst könnte ich die Gelegenheit auch nutzen, um zu backtracken. Weil das müssen wir so oder so mal machen. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie kommen wir gerade sowieso nicht weiter. Ich glaube, es gibt doch hier keinen NPC, der mir jetzt irgendwelche Tipps geben könnte. Geht's im Untergrund weiter? Waren wir nicht im Untergrund schon literally überall? Warte, wir können ja kurz in den Ordenladen vorbeischauen. Jetzt haben wir ja super viel Geld. Das sind da Orden, die ich nice finde. Da hätte ich jetzt Bock drauf. In the middle of the... Oh. Den Orden. Habe ich doch. Warum kann man den trotzdem nochmal kaufen? Ist doch voll dumm. Erhöht Mares Sprungangriffskraft um 2? Das ist geil. Ey, das ist echt geil irgendwie. Was denn, dann geht er zu... Nein. Gib mir den Sprung. Sprung plus. Ah, wusste ich, Samari. Ich wusste gleich, dass du ein Auge verordnet hast. Der ist gut. Kostet 50 Münzen. Brauchst nur ein OP. Krass, oder? Ja, aber sowas von. Ich ändere von Zeit zu Zeit mein Sortiment. Also schauen wir mal vorbei. Sowas von. Wenn du mir sowas anbietest... Dann wusste das jetzt hier. Für einen BP wird deine Sprungkraft um 2 erhöht. Also das ist basically das, was Gumbario für sich hat. Aber halt für Mario selbst. Na gut, aber Erdbeben ist schon nice. Und die beiden will ich drin behalten. Mehr Schaden, hallo? Damit bin ich schneller. Und das ist, weil man es, glaube ich, braucht. Andererseits mag ich das nicht, weil das sagt halt so Ding, 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 hier ist was. Aber sagt mir nicht, was ich machen soll oder wie das hier funktioniert oder wo genau es ist. Oh, hey, 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 dich kenne ich doch. Dich kenne ich aus dem Fernsehen. Du bist doch der Crismo. Ja, das bin ich. Okay, machen wir ein Quiz. Wir sind hier wieder live im Fernsehen mit Mario. Ich hab's wieder vergessen. Gumbaria. Ja! Ich wollte unbedingt Gumbett sagen, aber ich dachte mir so, hä? Habe ich mich nicht letztes Mal wegen Gumbett aufgeregt? Korrekt! Gratulation! Hier ist dein Sternsplitter! Danke! Du hast bis jetzt 1 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun dann, ich hoffe, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Oh nein, ernsthaft? Ich habe nur eine Frage beantwortet und ich muss wahrscheinlich noch so viele mehr machen? Oh nein. Das klingt, wenn ich ehrlich bin, sehr anstrengend. Ich könnte zu Merlin gehen und ihn fragen, wie es weitergeht. Stimmt, Merlin hätte ja einen viel leichten Tipp geben können, wie man zu Shiny's Spielzeugkiste kommt. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ihn mal zu fragen. Warte, spielt gerade andere Musik hier? Na, hier spielt andere Musik, wenn man davor steht. Fällt mir auch erst jetzt auf, aus irgendeinem Grund. Oh, oh, was mir auch gerade einfällt. Wir können Luigi besuchen. Wir haben ja jetzt die Stampfattacke seit... Okay, eigentlich schon seit dem letzten Chapter. Habe ich vergessen. Aber ja, jetzt, wo es mir gerade einfällt und wir sowieso gerade hier sind, können in seinen Keller... Oh, er ist sowieso gerade hier. Luigi! Was geht denn ab? Hi Mario! Alles in Ordnung bei dir, Kollege?
Keine Sorge, Bruder. Ich kümmere mich um das Haus, bis du wieder da bist, Bro. Was ist los, Mario? Brauchst du etwas? Mhm. Wie? Was? Mekubone möchte mein Autogramm? Meines? Er will wirklich meine Unterschrift? Wow, cool. Ich fühle mich jetzt geschmeichelt. Ich glaube, ich bin wohl so eine Art Berühmtheit. Eine Sekunde bitte, ich schreibe es ihm sofort. Mhm. Bitte schön, Mario, mein Autogramm. Überbringe Mekubone die besten Grüße von mir. Werde ich tun. Werde ich tun. So, aber was hast du denn da unten die ganze Zeit getrieben, Luigi? Oh, das ist so sein geheimer Keller. Aber, was haben wir denn hier? Luigis Tagebuch! Also, Luigi war gerade zu Hause, aber ihm wird es doch bestimmt nicht stören, wenn ich lese, oder? Nur ein bisschen. Mein Bruder erlebt schon wieder ein aufregendes Abenteuer. Und schon wieder ist er allein unterwegs. Das ist so unfair. Ich erinnere mich an die sorgenfreien Tage, an denen wir Golf und Tennis gespielt und Partys gefeiert haben. Ich habe das Haus umgebaut und einen geheimen Keller eingerichtet. Mein Bruder hat davon keine Ahnung, Mann. Das ist ein perfekter Ort, um dir, meinem Tagebuch, meine Geheimnisse anzuvertrauen. Achso, das zeigt jetzt einfach nur an, wo ich schon gelesen habe. Okay. Ich habe gehört, dass heute in Total ein Geisterschein erschienen sein soll. Er war groß, sehr groß. Und er hatte rote Augen, ein riesiges, klaffendes Maul und einen Schnauzbart. Weil du mein geheimes Tagebuch bist, sage ich dir die Wahrheit. Ah! Ich hasse Geister! Was soll ich denn tun, wenn der Nacht erscheint? Komm zurück, Mario, ich habe Angst! Ja! Oh, da ist etwas hinter mir. Ah, ich bin mir nicht sicher, dass da etwas ist, aber ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Ich glaube, es wird alles gut, wenn ich mich nur vor Angst erstarre. Ich mache einfach die Augen zu, gehe 5 Schritte zurück und springe einfach ins Bett. Mach das, Kollege, mach das. Gestern kam ein Shy Guy zu mir. Ich fand ihn schlafend auf meinem Bett. Kannst du das glauben? Ich bin ihm nachgerannt, aber er war viel zu schnell für mich. Ich habe auch gehört, dass in Toadtown viele Shy Guys aufgetaucht sind. Vermutlich kommen sie aus Shy Guys Spielzeugkiste. Sie muss irgendwo in der Stadt sein. Eine Spielzeugkiste? Da würde ich gerne mal reinschauen. Vielleicht haben sie ja eine Nintendo 64. Boah, wäre schon sick, oder? Stell dir vor, wir würden hier auf der Nintendo 64 spielen, krank. Heute hat mich die gesamte Goomba-Familie besucht. Sie sagten, dass sich Goombario in der Obhut meines Bruders befindet. Dann haben sie mir noch ein Souvenir gegeben. Es war eine Gumnuss, eine Spezialität aus Goombafurt. Sie sah so lecker aus, dass ich sie aufgegessen habe, ohne meinen Bruder davon zu erzählen. Meine BP haben sich um 3 erhöht. Glaubst du, er wird davon Wind kriegen? Okay, soll das ein Tipp sein, dass wir da hin sollen, oder wie? BP um 3 erhöht? Erhöht? Erhöht ist ja was anderes als aufgeheilt, oder? Oh, ich habe doch mal eine Statistik, wenn ihr die sehen wollt. Wir haben 26 Sternschwertigkeit, wir haben viel mehr. Puh. Mache ich hier 100%? Ich weiß es nicht. Wim, Quizmus, Quiz? Es gibt nur 3 Quizze? Oder was soll das heißen? Huh. Okay. Interessante Statistiken auf jeden Fall. Na gut. Ich würde auf jeden Fall mal behaupten, dass ich jetzt nochmal zurückgehe zum Cooperheim, zu hier Cooperlim, und ihm das Autogramm von Luigi überbringe. Also, bis gleich. Boah, da wohnt er direkt hier in dem Haus und... Was zum... Was geht denn hier ab? Hallo? Ist alles okay bei euch? Bombett, Bombett, das ist alles, was er sagen kann. Er ist so nervtötend. Ah, oh, Bombett! Halt die Klappe, du hast so viele grüne Seiten gesehen, Mann. Vermutlich hat sie dich gekickt, weil du ständig geplappert hast. Halt die Klappe, Mann! So was guckt mir gar nicht an, ey, wirklich. Meine Liebe von Bombett ist tiefer als die See des Südens. Selbst ihr Zorn auf mich kann mich nicht entmutigen. Was, Lavani? Bist du Bombett? Im hast du gerade gestritten. Ich hab Angst, ich geh nicht rein. Gucken wir gleich nochmal vorbei. Erstmal geben wir ihm das. Was ist mein Auftrag erledigt?
Bitte mach es, bitte. Naja, weitermachen. Hier. Ich kann auch aufgeben? Okay, warum auch immer. Hüpfende Hämmerbrüder, du bist ein Zauberer. Ich habe jetzt schon so viele einzigartige Kostbarkeiten. Was bin ich doch für ein glücklicher Koopa. Hier, nimm dies und sei dir meiner Dankbarkeit gewiss. Ein Cent. Mal wieder. Was für ein Glück, ich habe schon wieder was für dich, junger Kubusche, junger Mann. Oh. Guck mal, was ich jetzt für dich habe. Ich war hier im Dorf in Koopas Laden einkaufen. Ich muss auf dem Heimweg mein Portemonnaie verloren haben. Würdest du es für mich versuchen? Zwar ist mein Gedächtnis ein wenig porös, aber ich glaube, ich habe mit dem Kerl geredet, der immer Radio hört. Ich bin mir sicher, dass ich mein Geld zu diesem Zeitpunkt noch hatte. Aber als ich zu Hause war, war es weg. Ich hebe bitte die schon. Ich muss es finden. Versprich mir, dass es mir hilft. Ja, entspann dich mal. Also bei dem Radio-Dude. War doch hier, oder? War das nicht hier? Doch, hier ist ein Radio. Da ist ein Radio. Müssen wir mal mit euch reden? Habt ihr was Neues jetzt zu sagen? Bombett, halt die Klappe. Halt die Klappe. Nee. Wo ist das denn nochmal hin? War das hier nur... Ich glaube, das hier war nur für die Fuzzies, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, war das wirklich nur für die Fuzzies. Für die Fuzzel. Für die Fuzzies. wo waren das? Eins dieser Häuser war es auf jeden Fall. Leider muss ich jetzt ein bisschen raten. Da ich mich hier nicht auskenne. Aber bestimmt war es das hier, oder? Ja, das Haus war es. Kollege! Ah, ich liebe diesen Song. Erinnert er dich nicht auch an dein Tropenparadies? Lass dich treiben, yo! Nö. Lass es mal sein. Opas Steppe, irgendwas. Diese Golden Oldies erinnern mich immer an die gut alte Zeiten. Sing mit. Hier. Okay. Dann würde mir nur noch vor... Oh! Ja. Vor dem Haus vorstellen. Ja. Portemonnaie. Das... war vor... Ich kann doch nicht reden. Ich muss mal aufhören, mal mit aufnehmen. Vorherzusehen. Das war's. Ups, sorry. Ja. Achso, jetzt sagt er mir nochmal das Gleiche. Hier, bitteschön. Ich wollte nur vorspulen. Oh, mein lieber Scholli. Beim Sternhaften hast du mich schon wieder gerettet, Mario. Boah, nimm das. Wieder ein Penny. Wann geht denn das? Oh, wie war's freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute können echt was von dir lernen. Was? Lieblingsgetränk? Ein Eisgekühltes, bist schon verdursten, ich hab dein Wort. Was hast du so schon, du weißt es vergessen? Ja, sag mal. Wenn du die Zeit findest, ich würde alles tun für eine Flasche saures Tonic. Man bekommt sie in vielen Läden, das ist mein Lieblingsgetränk. Lightwind Tonic? Okay, man kriegt ein Tonic oder so. Warte mal. Kann das sein, dass ich mit Bombett dort angeben muss, in diesem Haus? Ja, Kollegen. Die können nicht so krass explodieren wie sie. Bam. Und wie juckt das die nicht? Kollegen! Hör dir den Kerl an, Bombett! Er kann nicht aufhören, über dich zu reden, Badabomb! Oh, Bombett! Hör dir nicht den Rand, bitte! Denk doch für 2 Sekunden mal an was anderes, ja? Du fängst an, mir recht auf die Nerven zu gehen! Bombett, ich werde meine ganze Liebe in die nächste Explosion legen. Sieh hin und werde Zeuge mit der Liebe. Bop, bop, piep, bop. Oh Mann. Was seid ihr für ein Pack? Aber mehr ist es nicht. Es ist einfach nur hahahihi. Scheint ja so. Na auf. Wenn es mehr nicht ist. Oh Mann. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ab der nächsten Folge. Gibt's ein kleines Tofu-Buhu? Dann kunden wir uns noch ein bisschen. Vielleicht mache ich mir mal endlich schlau, wie das mit Ausrufezeichen auf sich hat. Wie das funktioniert. Ja, das ist aber kein Tonic. Komisch. Aber ja, dann wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Paper Mario 64. Yeah. Oh. Screw.